Ja, hallo und herzlich willkommen zurück in unserem Kriegsgebiet bei Aliens Colonial Marines. Wir werden nun gejagt von Aliens und anderen Marines, die hier wahrscheinlich versuchen, die Aliens weiter zu, die Population der Aliens weiter zu steigern, indem sie halt Opfer den Aliens darbieten. Haben wir ja gerade schon gesehen in der anderen Folge zuvor. Was ist das? Nummernfeld benutzen. Aha. Wofür war das? Benutzt ist es? Gut. Ja, und dann schauen wir uns auf jeden Fall mal weiter hier um. Die Facehugger dürften wir ja jetzt alle relativ ausgeschalten haben in der letzten Folge. Da dürfte nichts mehr rauskommen. Wir machen auf jeden Fall wieder unseren Scanner an, damit wir wenigstens wissen, wenn uns was Böses erwartet. Oh Mann, oh Mann. Da geht nichts kaputt. Hier ist auch nichts. Weiter geht's. Es scheint sicher zu sein. Das Spiel verursacht bei mir... Auf jeden Fall einen Kontrollpunkt erreicht. Dieses Spiel verursacht bei mir echt Herzrasen. Das ist... Weil man versucht ja doch relativ gut durchzukommen. Was ist da? Ein Computerraum. Da liegt auf jeden Fall wieder was rum. Das sieht aus, als ob sich hier jemand verbarrikadiert hat. O'Neill, wir kommen. Was haben wir da? Bella, komm schon, ich bin's. Auf jeden Fall eine Rüstung. Oh Gott, Bella. War das das Teil, das du im Gesicht hattest, als du aufgewacht bist? Bist du in Ordnung? Es war schon tot, O'Neill. Mir geht's gut. Okay, ich hab's abgezogen, als ich aufwachte. Schön, ein paar bekannte Gesichter zu sehen. Geht mir auch so. Die Sephora wird angegriffen und wir wollen das Waffensystem deaktivieren. Bist du wirklich okay? O'Neill, mir geht's gut. Hör auf zu meckern. Gehen wir. Sephora Actual, hier ist Winter. Wir haben Bella von Rhino 2-3, werden aber von Weyland-Yutani-Leuten angegriffen. Gehen jetzt zur Brücke. Ich brauche den schnellsten Weg. Winter, gehen Sie durch den Maschinenraum und auf die Schienen zu. Over. Verstanden, Bishop. Gehen Richtung Maschinenraum. Wir halten Sie auf dem Laufenden. Tür aufschneiden, Winter. Ich bin eigentlich in Versuchung, die Tussi sofort zu erschießen, weil ich ja genau weiß, was aus der rauskommt. Und das müsstet ihr eigentlich auch wissen, wenn ihr die Alien-Filme gesehen habt. Oh, na gut, lassen wir sie erstmal leben. Was haben wir hier noch? Ein kleines Terminal, eine Überwachungskamera. Ach, hier sind wir jetzt auf der anderen Seite. Gucken wir mal, ob wir da was hinkriegen. Nein, da geht nichts. Gut, die Nase kratzt einen Moment. So, ist wieder besser. Gut, dann auf. Schneiden wir die Tür auf. Gehen Sie durch den Maschinenraum zum Kommandodeck. Okay, wir versuchen... Hier ist Raider 6-5. Ich sehe drei Cheyennes, die Truppen auf das Sulaco abladen. Ura. Achtet auf Beschuss und schickt diese Wei-Yu-Arschlöcher zur Hölle. Wird auch Zeit, dass wir Verstärkung bekommen. Warum wird diese Feuer evakuiert? Sie ist unter Beschuss durch die Sulaco. Wenn wir nicht bald die Brücke erreichen, verlieren wir heute eine Menge Marines. 2-1, seid ihr schon bei den Schienen? Gleich geschafft, Bishop! Ja, Bishop, der spricht wieder mit uns. Ich find's cool, dass auch bekannte Charaktere aus den Filmen dabei sind. Aber Bishop war ja klar, dass er dabei sein muss, weil als Synthet, der in Massenproduktion produziert wurde, der sollte der auch dabei sein. Und ich find's auch cool, dass die halt so aussehen. Wie im Film. Na ja, komm, das nehmen wir uns auch noch. Was? Uns auf jeden Fall noch eine Erkennungsmarke gefunden. Wäre schon die zweite in dieser Mission. Ich weiß gar nicht, wie viel gibt es denn hier überhaupt? Oh, 3 Stück und 2 Audiologs. Sieht man hier unten Spezialprojekte. So. Hier ist nichts mehr.
überall Blut. Bella packt auch ihren Scanner aus. Ja, hier liegen Schrotmunitionen, aber irgendwie können wir die nicht aufheben. Schade eigentlich. Dann würde ich sagen, gehen wir hier mal weiter. Aufschneiden. Oh Mann, alles voller Leichen. Was ist hier passiert? Panzerung ist voll. Das lässt nichts Gutes vermuten, wenn hier so viel Panzer rumliegt. Munition wäre mir viel lieber und vor allen Dingen wäre mir auch eine Waffe lieber, eine Schnellfeuerwaffe, wo ich immer noch nicht herausgefunden habe, auch gerade in der Aufnahmepause nicht, wie ich die Waffen ausrüste. Weil ich möchte eigentlich meine alte Pampe wegpacken. Ist nichts. Hier spricht Sephora Actual. Geben Sie alles, um unsere Männer da rauszuholen. Alle Mann das Schiff verlassen. Ich wiederhole, die gesamte Besatzung der USS Sephora, verlassen Sie das Schiff. Der Captain funkt jetzt und das Sulaco Actual. Over. Sulaco Actual, hier spricht Winter. Wir sind im Waggon auf dem Weg zur Brücke. Wie ist die Lage in Frachtraum 1? Winter, es wird noch sporadisch geschossen, aber die Situation ist stabil. Bishop sagt, wow, dass die Reaktor Risse bekommen und kritische Schaden geben könnte. Unsere Leute zählen auf euch. Oh, verdammt. Gehen wir mal hier hoch. Versuchen von hier. Na? Den haben wir auch. Oh, runter. Na komm. Verdammte Tat. Komm hier. Eine Granate. Hallo? Schmeiß die doch. Warum hat er die nicht geschmissen? Meine Fresse. Kann man? Nein, natürlich noch nicht. Aua, aua. Ich muss hier weg. Oh, die Nase juckt mich wie verrückt. Na, wo sind sie denn? Da oben. Mist, wir müssen von der anderen Seite ran. Auch. Ah, verdammte Scheiße. So, den haben wir auch. Was haben wir hier liegen? Granaten. Na? Das gefällt mir hier alles überhaupt nicht. Hier haben wir gerade... Arschloch! Ach scheiße, uns geht's wieder überhaupt nicht gut. Wir bräuchten mal ein Medipack. Hier ist auf jeden Fall Rüstung, was ich natürlich sehr begrüße. Ach, nee, scheiße, kacke, Mist, weg. Ja, dieser Stress und diese Panik davor, wieder kaputt zu gehen. Hier ist nichts, hier ist gar nichts, hier ist überhaupt nichts. Da auch nicht. Ach, das ist unsere Tussi. Moment. Arsch! Was hat uns da jetzt getroffen? Verdammt, da haben sie uns ja total zerrissen. Ei. Na, alles nochmal? Tatsächlich. Hier spricht Sephora Actual. Geben Sie alles, um unsere Männer da rauszuholen.
Alle Mann das Schiff verlassen. Ich wiederhole, die gesamte Besatzung der USS. Also nochmal. Verlassen Sie das Schiff. Den haben wir. Und das Sulaco Actual. Over. Sulaco Actual, hier spricht Winter. Wir sind im Waggon auf dem Weg zur Brücke. Wie ist die Lage in Frachtraum 1? Winter, es wird noch sporadisch geschossen. Also alles schön und gut hier. Wo seid ihr? Gibt's doch gar nicht. Den haben wir auch. Können wir uns Munition schnappen oder was auch immer das ist? Oder irgendwie ein Upgrade für eine Waffe? Ich habe da noch nicht so den Durchblick. Ich würde aber echt schon gerne mal wieder eine Schnellfeuerwaffe haben. Weil die sind dann doch noch ein bisschen genauer. Was war das denn? Na komm schon. Diese nervenaufreibende Action. Ah, es ist Wahnsinn. Aber wir schlagen uns hier diesmal ganz gut. Na, wo ist er? Ja, rück doch mal auf. Ach, das ist unsere Pussy. Scheint auch unsere zu sein. Auf geht's. Jetzt müssen wir gleich aufpassen, weil da kommt gleich wieder irgendwie was, was uns richtig zerfetzt hat. Das will ich nicht nochmal erleben. Na komm, nimm. Munition kannst du auch nehmen. Verreck doch! Oh, du Penner! Haben wir. Ich glaube, das war auch der Fiese. Der hat auf jeden Fall eine üble Waffe gehabt, die uns richtig schön niedergestreckt hat. Puh. Mann, 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 Mann. Puh. Rüstung haben wir wieder. Mal gucken, wo es weitergeht. Da ist der Maschinenraum. Geht's hier wieder hoch? Ah, hier geht's dann wieder dahin hoch. Oh, oh. Jetzt schießen Sie vorher auf uns! Versuchen wohl, die Geschütze zu deaktivieren. Verdammt, was ist da los? Die Geschütze sind zu ungenau. Wir schießen auf unsere eigenen Leute. Ja, das tun wir. Puh. Da geht's weiter, hier wieder nicht. Halt, liegt hier noch was in der Ecke. Und wir können wieder mal eine Taschenlampe anmachen, weil jedes Mal, wenn wir sterben, müssen wir die neue anmachen. Ich vergesse das immer wieder mal. Gucken wir mal. Bella, renn nicht zu weit nach vorne. Kontrollpunkt erreicht, das ist sehr schön. Das heißt, wir starten von hier aus das nächste Mal wieder, wenn wir sterben. Was war das? Oh nein. Munition nehmen. Von wo denn? Hier hinter der Tür scheint was zu sein, aber die geht nicht auf. Da geht's rein. Hier ist nichts außer Munition, die wir nicht nehmen können. Das Geräusch kommt auf jeden Fall von hinter uns. Dann müssen wir hier durch die Tür öffnen. Ah, den haben wir. Das ist auf jeden Fall eine super Idee, nach dem Öffnen einer Tür direkt zu zielen. Erst schießen, dann fragen. Oh, shit! Getroffen!
Na komm. Zeig dich. Den haben wir. Kampfrang 5 erreicht. Verdammte Scheiße. Ist er tot? Immer noch nicht. Na? Aua. Den haben wir. Ah, verdammte Scheiße. Die treffen uns echt übel. Ach, das sind so Neil. Mein Gott, hast du mich erschreckt, Kollege. Puh. Ja, mal auch. Die nehmen wir uns. Die nehmen wir uns auch. Wo sind die Viecher? Von wo schießen die denn auf was? Ach, von da hinten. Boah, Arschloch. Hab dann... Meine Fresse! Nimm's. Und wieder zurück. Ich will auf jeden Fall erstmal wieder von der anderen Seite ran. Puh. Wir kriegen die einfach nicht kaputt. Die Säcke. Und hier ist es noch Munition. Nehmen wir uns auch definitiv wieder mit. Ah, was war das denn? Verdammte Scheiße. Ah. Wer hat da auf uns geschossen? Da hinten einer. Gut, dann schleichen wir uns hier mal durch, dass wir den von der anderen Seite flankieren können. Hier liegt noch was. Ah, ja, 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 ja. Munition. Ja, ich glaube, wir haben ihn getroffen, oder? Ne. Ist er jetzt tot? Oder steht er da noch? Ah, dieses Spiel, das ist echt wahnsinnig. Hätte ich gewusst, dass das so schwer ist. Hätte ich von vornherein den anderen Schwierigkeitsgrad genommen. Wo gehst du ran? Von wo denn? Da war noch einer. Aber ich finde ihn nicht. Ja. Boah. Wo ist er hin? Da hinten. Oh, scheiße. War doch da, ist er. Haben wir ihn? Jo. Puh. Mann. Da komme ich da auch irgendwie hin, um mir das einzusacken. Jo. Nehmen wir. Laden nochmal nach. Ich glaube, jetzt haben wir auch alles frei. Genau, hier waren wir gerade von der Seite aus. Sind ja meine Freunde. Da. Ne, Maschinenraum ist da. Gut, dann müssen wir wahrscheinlich hier die Treppe hoch. Aber wie es hier oben an der Treppe weitergeht, das erfahren wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr hattet wieder viel Spaß mit mir zusammen, wobei ich mehr Panik habe wie Spaß. Und ich wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.